Ja, moin Freunde, willkommen zurück zu Ruined King, League of Legends, sorry. Letztes Mal haben wir Grauhafen, beziehungsweise nicht Grauhafen, den Buru-Tempel abgeschlossen. Ein paar kleine Nebenaufträge noch gemacht und wir haben jetzt Miss Fortune im Team. Die müssen wir aber noch leveln, beziehungsweise skillen. Und einfach mal gucken, was sie so kann. Damit fangen wir direkt mal an, würde ich sagen. Sprunghaft. Wir haben zwar, ne, ganz am Anfang spielt man die ja, aber ich habe schon wieder vergessen, was die macht. Wirkt sprunghaft und fügt dem Ziel 20 Schaden, zumindest noch nicht. Okay. Das ist viel Schaden, glaube ich, oder? Verringert. Ach so, okay, das ist Landgang. Erhält jede Runde eine Steigerung von Landgang, die 5% Hast gewährt. Ah, mhm. Okay. Okay, das ist einfach Schutz. 80 Schaden, der über 2 Schüsse verteilt wird. Mhm. Ist geil. Erhöht Hast eine Runde lang um 5%. Pro 10 verwendeten Überladungen. Okay, ist auch geil. Also die ist anscheinend sehr schnell. Feuert, achso, ja. Okay. 143 Schaden, der zufällig über 6 Schüsse verteilt wird. Stößt den anvisierten Verbündeten ein Stück nach vorn und fügt einem zufälligen Gegner 80 Schaden zu. Okay, das ist geil. Ziel 80 Schaden im Ziel in der Nähe. Okay, das ist ein AOE. Beide Treffer bewirken sprunghaft. Was auch immer sprunghaft ist. Gewährt 5 Steigerungen von Landgang. Können uns einfach 25% Hast plus Hast geben. Okay. Okay, das macht sprunghaft. Wenn jemand sprunghaft hat, macht das einfach mehr Schaden hier. Okay. Ult. Allen Gegnern 118 Schaden zu. Gegner mit sprunghaft kriegen mehr Schaden. Okay. Ich glaube, ich nehme dann hier das Landgang. Jede Steigerung gewährt 2% Ausweichen. Oder mehr Crit. Ja, mehr Crit rein. Das Hinzufügen einer neuen Steigerung von sprunghaft. Generiert 5 Überladungen. Ja. Gewährt im Kampf eine Steigerung von Landgang pro aktiven Sprunghaft-Buff, wenn sprunghaft angewandt wird. Mehr Schaden gegenüber 75% Leben-Typis, okay. Das hier vielleicht. Weniger Mana-Kosten und mehr Crit. Jo. Ein Punkt haben wir aber noch. Generiert zusätzlich 5 Überladungen, jo. Okay. Dann hat sie aber noch Runen. Revolverheld oder Kopfgeldjäger. Erhöht die Angriffsstärke, erhöht Hast. Chance auf Hinzufügen einer Gefälligkeit, okay. Erhöht bei weniger als 30% des Maximalnimmts die Angriffsstärke. Erhöht den Crit-Schaden. Mehr Crit-Chance. Die Angriffsstärke. Hä? Angriffsstärke, Ausweich. Verringert bei einem Todesstoß die Erholungszeit um die Hälfte.
Ui, okay. Gewährt 20 Überladungen, wenn einem Angriff ausgewichen wird. Okay. Angriffsstärke, Angriffsstärke. Hast. Crit-Chance. In den Kampf mit einer Crit-Chance von 30%. Entzündet das Ziel bei Crits. Generiert bei jedem kritischen Treffer. Okay. Wir können einmal auf Crits gehen und einmal auf Angriffskraft. Wir gehen ja schon bei Yasuo auf Crits. Ich glaube, wir gehen mal mit ihr auf Ausweichen. Mal gucken, wie das so ist. Crit-Chance heilt um 30 Leben. Das ist eigentlich nicht viel. Dann packen wir das hier rein vielleicht. Jeder Treffer belegt das Ziel mit Entzünden, jo. Okay, machen wir das mal so. Alright. Wir haben jetzt noch einige Nebenquests. Ich glaube, die machen wir erstmal. Die machen wir erstmal. Gucken, ob wir in dieser Session überhaupt das Bilgewasser rauskommen. Ach, da ist Scheiße. Da ist noch eine Truhe. Na egal. Warte mal. Was haben wir denn noch für Missionsziele? Barons Ruhe, Barons Ruhe, Barons Ruhe. Das verstehe ich nicht. Glasaugen Joe. Wachturmviertel. Schlachterhafen. Ursprung der Fluthunde. Ach genau, und okay. Schlachterhafen. Griffin. Ach, und. Ah, okay. Wachturmviertel. Nee, das machen wir am Ende. Erstmal Nebenquests. Oh. Barons Ruhe. Da, jo. Genau. Ja. Ja, lauf weg, ihr kleinen Scheißer. Ist hier was? Nee. Hä, wo laufen die denn hin? ETF. So. So, Barons Ruhe. Was haben wir denn hier? Das ist bestimmt so eine Pinte, wa? Ja. Zwielichtige Bar, genau. Was ist mit dir? Wer bist du? Wer bist du? Kommst du her? Mit René in Barons, okay. Wir nehmen einfach an. Was auch immer es war. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der in Nebenquests alles liest. Tut mir leid. Ist mit dir? Rasten. Reden wir? Haben wir irgendwas Neues? Nein. Kaufen. Aha. Der hat Essen. What? Ach du. Dich gar nicht gesehen. Der trauernden Frau.
Die Tür im Hinterzimmer untersuchen. Okay. Ah ja. Kannst du hier? Hä? Diese Karte ist irgendwie weird. Da kann man noch gar nicht lang. Hä? Ja, das, also, nee. Die Karte ist echt irreführend. Teilweise. Wir sollten eigentlich nicht hier sein. Bist du kämpfen oder wer bist du? Du bist Bade. Ah ja. Wir helfen ihm. Ein Instrument. Sollen wir ihm bringen? Ja. Okay. Nachrichten aus dem Ausland. Noxianische Deserteurin gefunden. Hört, hört! Die neuesten Nachrichten aus ganz Valoran und Shurima. Übermittelt über blutige Schlachtfelder, unerschlossene Ebenen und rauschende Meere hinweg von der Nachrichtenagentur Bilgewasser. Noxus. Mordverdächtige Verräterin zur Gerichtsverhandlung in Heimat abgeschoben. Jahre hat es gedauert und jetzt hat es Großgeneral Swain endlich geschafft. Swain ist ein General? Okay. Die berüchtigte Verräterin und Deserteurin Riven wurde in ihrem ionischen Versteck aufgespürt und in Ketten gelegt, ins Imperium abgeführt. Eingeweihte in Noxus berichten, dass Riven dabei ein seltenes und wertvolles Schwert mitführte. Sie trug dieses Relikt in der Hand, als sie ihren Posten während der noxianischen Invasion verließ und flüchtete, um anschließend als kriminelle Mörderin in der ionischen Unterwelt zu leben, bis die noxianischen Strafverfolgungsbehörden auf den Plan traten. Bevor man sie wieder in die Kampfarenen von Noxus schleppte, soll sie alle bis auf eine Kriegerin erschlagen haben, die man zu ihrer Ergreifung geschickt hatte, wodurch der ionische Boden wieder einmal mit dem roten Blut ihrer Landsleute getränkt wurde. Unsere Quellen haben uns verraten, dass diese Häscher treue Soldatinnen aus den Einheiten waren, die sie während des Krieges im Stich gelassen hatte. Was für ein tragisches, heldenhaftes Ende dieser noblen Schwesternschaft der Kriegerin. Dies ist nur ein Vorgeschmack auf den spannenden Bericht der Nachrichtenagentur Bilgewasser über die des Mordes Verdächtigten, Exzellentin Riven und die Einheit kampferprobter noxianischer Patriotinnen, die sie verfolgten. Okay. Ha, geil. Swain, hä? Guten Tag. Ist hier zur trauernden Frau zurückkehren. Ah ja. Das hier war die trauernde Frau. Arena-Münze. Okay. Können wir da jetzt irgendwie in der Arena kämpfen? Da ist nichts. Also hier. Nee. Hier. Oh. Entschuldigung, was ist in diesem Gericht, das du mir gebracht hast? Das ist der Matroseneinkopf, den ihr bestellt habt. Eintopf. Den ich bestellt habe, ja? Da sind doch Schalentiere drin. Ich habe gesagt, ohne Schalentiere. Geh mir aus den Augen. Ja, mein Herr. Bring mir etwas Gutes aus der Küche. Wie kann er nur so unhöflich sein? Weiß ich auch nicht. Was ist mit dir, Junge? Warum bist du so wütend? Warum keine Schalentiere? Schlüsselfragen. Den Schlüssel des Gasts holen. What the fuck? Ich glaube nicht, dass man 1 Million Münzen haben kann. Wahrscheinlich muss man irgendwas anderes machen.
Die Frau da, ich glaube, die himmelt mich an. Will sie nicht haben. Nach Fisch schmeckt. Eine Flasche kaufen. Seefahrersprudel. Kann man... Schade. Dachte, man kann dem irgendwie vielleicht diesen Sprudel geben. Was steht denn bei dem Sprudel? Dieses interessante Getränk besteht aus Schalentierzutaten und schmeckt nach Meer. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Wahrscheinlich den da. What? Nein. Nee. Missgelaunter Gast von Baron Thor hat eine Reihe mysteriöser Schlüssel demonstrativ auf seinem Tisch drapiert. Außerdem hat er eine starke Abneigung gegen Schalentiere in seinem Essen. Soll er bestimmt nicht damit im Zusammenhang liegt. Wo ist... Wo ist denn dieser Kellner? Warst du der Kellner? Nee. Gehen wir nach hinten? Wo kommt man jetzt hier rein? Okay. Ist hier die Küche? Elkisoße. Hier ist eine Truhe. Robuste Angel. Können wir jetzt hier irgendwo was... Ah, hier genau. Ich sag doch, es geht. Sie sieht die Flasche Seefahrersprudel. Ist das nicht dieses Zeug, das der Mann in der Ecke verscherbelt? Flasche sehen. Ja, okay, das war richtig. Er hatte die Fische jetzt da irgendwie. Ja. Einfach nur ein Fisch. Aber mit dem Sprudel drauf und der ist halt, schmeckt nach Schalentieren. Ah, er ist allergisch dagegen wahrscheinlich. Er muss kacken. Er hat Durchfall. Ah! Rocks. Geil. Jetzt können wir den Schlüssel nehmen. Danke. Schließe die Tür auf. Nice. Noch ein Kunde. Ja, so kann man es sagen. Eventuell. Guten Tag. Wen haben wir denn hier? Einen neuen Kunden. Du hast Zutritt erhalten, weil du den Schlüssel bei dir trägst. Keine Sorge, ich will nicht wissen, wo du ihn her hast. Du bringst mir schwarze Male und ich gebe dir meine Waren. Okay. Nachfragen, ob Quelltexte zum Verkauf stehen. What? Mysteriöse Truhe. Eine Auswahl an Ausrüstung und Gegenständen. Okay, uns fehlt ein schwarzes Mal, oder wie das heißt. Also warte ich, bis wir das haben. Was sollen wir jetzt hier machen? Hä?
Hä? Unterhalten vielleicht? Riesiger Überfall stattfinden. Irgendwas. Janitorio. Ist doch nicht von mir. Noch was? Nee. Keine Ahnung. Nee, okay. Bei ihm können wir nichts mehr machen. Hä? Was ist denn da noch? Ich halte das nicht. Ich rall das nicht. Was haben wir hier? Okay. Ist hier irgendwas? Guten Tag, ich bin umgefallen. Besoffen erstmal. Was haben wir hier? Moin! Zimmer gemietet, weil ich den Jungen nebenan ganz nett finde, okay. Geh doch einfach hin. Schwacher Mana-Trank. Junge. Viel Zeug. Was ist mit dir? Können die das Leute nicht? Die demerzianische Kiste aus der Geisterwelt zurückholen. The fuck? Ah. Kommt man dahin? Hier ist noch eine Truhe. Schlüssel. Brauchen wir dafür. Hm. Oh oh. Valerie gehört mir. Sie hat mir erzählt, dass du sie mies behandelt hast. Ich? Sie hat mir erzählt, dass du sie mies behandelt hast. Jungs, jetzt geht euch bitte nicht wegen mir an den Kragen. An den Kragen? Ich gehe ihm aber gerne an den Kragen. Klären wir das. Haut euch aufs Maul. Bap. Bam. Ja, das ging schnell. Meine Liebe hat mich stärker gemacht. Komm, Valerie, verschwinden wir. Was hast du in den Taschen? Nur 20 Münzen, was für ein armer Teufel. Golddigger, hä? Nein, tut mir leid, ich komme nicht mit dir. Warum nicht? Ich habe gerade einen Mann für dich getötet. Mit gewalttätigen Männern will ich nichts zu tun haben. Valerie, du hast mich zum Narren gehalten. Bäb. In welcher Tasche ist dein Münzbeutel? Ich will mir kein Blut an den Händen kleben haben, wenn ich dich nochmal verdrosche. Pah! Jetzt würde ich dir das verraten, jetzt wo es mit mir zu Ende geht. Aber ich fand dich... Dich fand ich immer am besten. Linke Vordertasche. Wie viel Geld hat er dabei gehabt? Pfeift. Nice. Obstsalat. Wie sonst noch? Das ist der Raum für wichtige Persönlichkeiten. Okay, ist aber nix. Dann waren wir jetzt überall. Was ist jetzt? Wir gehen nochmal zum Schmelztiegel. Was ist da los? Da. Ja. Rätsel. Okay. Der Typ da starrt mich an. Und er denkt, sie steht auf ihn.
Warte mal, mit wem haben wir denn hier alles geredet? Nee. Trauernde ist weg. Was war da nochmal drin? Okay. Können wir jetzt hier durch? Münze zeigen? Lass mich einfach rein. Not my first fight. Okay. Du greifst nicht Miss Fortune an, bitte. So. Bäm. Wow. Bäm. Easy. You tried. 10 Mana verbraucht mit ihm umsonst, aber ey. Keine Erfahrung. Okay, dann gehen wir rein. Okay, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Arena, wa? Ich bin in der Arena. Wer soll es mit dem Monster aufnehmen? Der Teilnehmer kämpft allein. Meeresschildkröte. Schick jemanden, der sie mit einem Hieb K.O. schlägt. Das ist jetzt... Sind das einfach nur Challenges? Ich kämpfe mit Miss Fortune. Gucken wir einfach mal, was das ist und was das bringt. Weil sie... Eventuell weicht sie ja aus. Take a shot. Okay. Hurry up and die so. Already. So kommen wir in die. In die Angriffsstärke Dings. Depend. Das hat viel Schaden gemacht. Ja, mach's gut. Too slow. That's what you get from my crew. Was soll das? Ja, keine Erfahrung, hä? Was ist dein Preis? Verstärkte Ledertunika. Hm. Naja. Das war ultra scheiße. Bei der bärtigen Dame, wie haben sie da Schalentiere reingemischt? Geil. Okay, was ist jetzt aber echt noch hier bei der Ecke der Trickbetrüger? Das kann doch nicht sein. Ein Schatz gibt's hier auch noch. Ach, stimmt. Ja. Glasaugen Joe? Nee. Kann er nur entweder ein Instrument und Inspiration finden? Ah. Mit Material zur Inspiration, das irgendwo von einem Händler für schwarze Male verkauft werden könnte. Ah ne, das hier nicht. Warte mal.
Schlachterhafen. Ja, aber der hat doch nichts. Der hat doch nur diese Truhen. Oder wird einfach jeder Schwarzmarkthändler angezeigt? Dann ist es auf jeden Fall nicht hier. Der andere vielleicht, der die Inspiration hat. Am Hafen. So. So. Okay, erstmal wieder hoch. Bam. Dünn. Was haben wir hier eigentlich? Tür ist verschlossen. Achtung an der Aufzugkante. Dankeschön. Ja, danke. Was haben wir hier? Ah! Fragen, ob er Instrumente übrig hat, die er verkaufen würde. Ich trenne mich nur ungern von einem Teil meiner Sammlung, aber in letzter Zeit wird nicht allzu viel Geld in meine Kasse gespült, yo. Wie viele Münzen haben wir denn? Ah ja, dann nehmen wir das teure. Zu Tybalt zurückkehren. Was? Alter. Das war's. Okay. Schlachterhafen. Ich glaube, wir gehen dann zum Schlachterhafen. Beziehungsweise, nee, wir gehen jetzt zum Schlachterhafen. Weil wir haben ja den einen Auftrag bekommen, der uns zum Schlachterhafen führt. Deswegen können wir den dann wahrscheinlich, können wir beide dann da abgeben. Ah, ja. Nice. Moin, was geht? Was ist hier? Where I am from, there is a great bear of storms. We pray to him for fair weather. What does a bear have to do with storms? The mother serpent controls the waves. Grom will have to ask him. He is nice. Once you calm him down. Ich weiß nicht, warum hier meine linke Schulter, die hier, irgendwie so halb durchsichtig ist. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht ändern, leider. Bist du Eloy? Tomen, du hast dir Geld von ihm geliehen. Ah! Gib Tom sein Geld, sonst bekommst du Ärger. Woher weißt du, dass es... Ah, okay. Geld nehmen. Jawohl. Wir mussten einfach irgendwas anderes sagen, alles klar. Eloys Zahlung haben wir. What the fuck? Geisterwelt. Oh, hier sind wir in der Geisterwelt. Um die Kiste zu öffnen. What the hell? Okay.
zu Tomen zurückkehren. Ja, moin Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Für mehr Stuff von mir, abonniert doch bitte den Kanal und macht die Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schaut auf meinen anderen Kanälen vorbei. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Tschüss.